Kriegst du gleich einen Pfeil in den Kopf, Junge. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Ist das Fell, das euch da aus den Ohren wächst? Was? Ich bin an der Gunja. Doch Weißmähne befindet sich jetzt an einem besseren Ort. Denn gibt es einen besseren Ort als Sovngarde? Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Ich mach doch gar nichts, Mann, Leute. Diese feindselig hier. Ja, oh, mal ganz ruhig. Ich habe zwar keinen Zutritt. Wurde mir ja gesagt. Seltsamerweise. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn ich hier keinen Zutritt habe, stehe ich nicht. Aber ich muss hier trotzdem lang. Oder nicht? Guck mal, den Typen kenne ich nicht. Guck mal, den Raum hier kenne ich nicht. Ist das das Schlafzimmer der Jelen? Ja. Den nehme ich mit. Danke. So, den brauche ich nämlich. Dann kann ich auch schon wieder gehen. Aber wo versteckt sich denn der komische Typ? Ich habe doch überall geguckt. Knapp. Und weg, ja, okay. Ja, ich habe keinen Zutritt, bla bla bla. Gehe mich auf den Kranz. Das ist nur ein Kleiderschrank. Muss doch da irgendwie hinkommen. Ich gehe erstmal in die Kaserne hier. Auf in die Schenke! Freunde der Nacht. Erstmal ein kühles Bierchen zischen. Die Wachen schlafen, gut. Und ihr, habt ihr was gegen mich? Nee, alles cool, ihr seid cool. Nee, das ist die Kaserne hier. Die Wachen wohnen ja hier. Und der Typ. Aber wo muss ich denn hin? Ich hab doch keine Ahnung, Leute. Gib mir doch mal irgendwie eine Wegbeschreibung wenigstens. Irgendwas. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Na, das wäre uns doch allen. Ich habe keine Ahnung, was lang geht. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen und ich muss hier Wache schieben. Ihr habt hier keinen Zutritt, also ja, ich habe keinen Zutritt, ich weiß. Wenn ihr ein Bett seid, ihr gekommen, um euch hämisch über den jüngsten Sohn des Jahres lustig zu machen? Weshalb sollte ich euch verspotten? Weil ich etwas getan habe, zu dem keine Seele in diesem blutbesudelten Haus des Krieges den Schneid hat. Ich habe es gewagt, meine Meinung zu sagen. Ich habe es gewagt, vom Kaiserreich und von den Lügen zu sprechen, die von Ulfric, dem Anführer der Sturmmäntel, verbreitet wurden. Jetzt hat mir meine Mutter mein Erbe aberkannt und mich eingekerkert wie einen gewöhnlichen Verbrecher. Und mein Bruder hat sich praktisch von mir losgesagt. Seid vorsichtig mit dem, was ihr hier sagt. Ihr werdet feststellen, dass Auflehnung nicht von jedem hier freundlich aufgenommen wird. Welche Lügen hat Ulfric verbreitet? Ulfric liegt nur eines am Herzen. Und das ist Ulfric selbst. Er hat sich zum zukünftigen Großkönig von Himmelsrand erklärt und trampelt jeden nieder, der ihm in den Weg kommt. Er hat eine Rebellion gegen jene angezettelt, die die Verehrung von Talos abschaffen wollen und benutzt das als seinen Kriegsruf. Sein Anliegen mag gerechtfertigt sein, aber der Mann selbst ist eine einzige Lüge. Alles, was ihn bewegt, ist seine Gier nach dem Thron. Alles klar. Also gut? Ärger oder so? Ihr habt hier keinen Zutritt. Also ja, ich habe keinen Zutritt. Ey, willst du mich verarschen? Hallo. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel, Vogt von Jarlaila. Guck mal, ich hab da was. Ihr seid vermutlich hier, um mich zu erpressen. Hab ich recht? Ein bisschen. Was wollt ihr? Ihr Rebellen kriegt es ganz gut, selbst in euch zu zerstören. Soldaten, die Botengänge erledigen? Aha, ihr seid also ein Spion der Kaiserlichen. Interessant. Ich habe nicht besonders viel für die Sturmmäntel übrig. Und dasselbe gilt auch für das Kaiserreich. Euer Krieg macht es einer findigen Frau nicht leicht, ihre Interessen zu verfolgen. Vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, wie wir beide von dieser unglücklichen Entdeckung profitieren können.
An welches Abkommen habt ihr gedacht? Was, wenn ich euch von einer großen Gold- und Waffenlieferung erzählen würde? Sprecht weiter, ich höre zu. Ich bin doch nicht dumm. Ihr erfahrt, was ihr wissen müsst, wenn wir uns geeinigt haben. Und wie wäre es jetzt mit etwas für mich? Nun, mir bleibt wohl kaum etwas anderes übrig, nicht wahr? Also gut, ich hoffe, ein fetter Geldbeutel voller Septime wird reichen. Gut abgemacht. Wo finde ich diese Lieferung? Sie bringen sie mit dem Wagen nach Windhelm. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie noch ein. Die Karawane kommt sicher nur langsam voran. Die Lieferung ist ziemlich schwer und wird von vielen Männern bewacht. Und jetzt lasst uns so tun, als hätte dieses Gespräch nie stattgefunden. Na, aber gerne doch, mein Schnückelchen. Ihr seid in Rifton willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Na, immer doch. So, jetzt also mal Waffen, Waffen, Waffen und Gold holen. Das dürfte ja nicht so das Problem sein. So, wo ist denn die, ja, Weltkarte bitte? Weltkarte ist auf L. Die Lieferung ist, ach nee, ich muss hier erstmal das melden. Oh ja, komm, spring schneller. So, gut. Alles klar. Dahin reisen. Und melden, dass etwas vor sich geht. So, Leute, ich habe gute Neuigkeiten. Gute, gute, gute Neuigkeiten. Verdammte Staubmantel Rebellen. Hallo. Der General und ich sind nicht immer einer Meinung, aber er ist die größte Hoffnung für das Kaiserreich und für Himmelsrand. Ja, ja, bla bla. Anriel sagte, dass sie eine Goldlieferung nach Windhelm unterwegs sei. Erstklassige Arbeit. Ich wusste, dass ihm hier etwas Brauchbares bringt. Zufälligerweise habe ich einige Kundschafter entlang der Straße. Trefft euch mit ihnen und versucht gemeinsam die Karawane zu überwältigen. Ja. Und jetzt? Alles klar. So, habe ich denn... Nee. Den eben jetzt oben geschossen. Und jetzt muss ich nach... Da! Schlosswachturm. Jene, durch deren Adern das Blut des Werwolfs fließt, bleibt jeglicher Schlaf- und Erholungsboni verwehrt. Die vierte Ära begann vor 200 Jahren, als sich Martin Septim opferte, um die Welt vor der Oblivion-Krise zu retten. Sind meine Buddies, würde ich mal sagen. Oder? Sind die vielleicht hier oben? Ne, das sind die Wachen von Riften, die Abgeschlachteten. Wo sind denn meine Buddies? Buddy, 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 Buddies. Sind das Sturmmäntel? Nein. Denk nicht mal im Traum daran. Hat wahr. Ich erinnere mich an euch. Hey! Bei uns und bei Weißlauf. Schön, euch dabei zu haben. Wie geht es euch? Mir geht es gut. Wie geht es euch? Das höre ich gern. Das muss unbedingt gut gehen. Das ist mein erstes echtes Kommando nach meiner Beförderung nach Weißlauf. Wisst ihr, in manchen Nächten sehe ich den Kampf mit geschlossenen Augen vor mir toben, als wäre ich immer noch dort. Werdet ihr von den Männern heimgesucht, die ihr getötet habt? Ich ja. Nur wilde Tiere töten. Nur wilde Tiere töten. Vollkommen gefühllos. Wenn ihr sie nicht getötet hättet, dann hätten sie das euch getötet. Sage ich mir ja auch. Aber lassen wir das. Was führt euch hierher?
Ich weiß von einer feindlichen Wagenlieferung Gold und Waffen. Die müssen wir unbedingt an uns bringen. Tatsächlich. Wie es der Zufall will, verfolgen wir einen Wagen. Schon etwa einen Tag lang. Das also ist da drin. Münzen und Waffen. Woher wisst ihr das? Ich habe Anruhe erpresst, um die Information zu halten. Das war gerissen. Es wird uns nicht schaden, einen Vogt in der Hand zu haben. Zu unserem Glück hatte der Wagen vor kurzem einen kleinen Unfall. Er ist liegen geblieben, nur ein Stück die Straße entlang. Wir sind in der Minderheit, aber ich habe einen Plan. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Wie lautet der Plan? Wir schalten erst ihren Wachposten aus und suchen uns dann eine Position, von der aus wir das Lager überblicken können. Dann schleicht ihr euch bei ihnen ein und zieht ihre Aufmerksamkeit auf euch, während wir sie mit einem Pfeilhagel überziehen. Mit etwas Glück überrumpeln wir sie damit und gleichen so unsere Chancen ein wenig aus. Na gut. Auf dem Hügel patrouilliert ein Wachposten. Wir schleichen uns an und erledigen ihn mit einem gebündelten Pfeilhagel. Bleibt in Deckung und feuert auf meinen Befehl. Auf welchen Hügel denn? Wart war, welchen Hügel meinst du? Dann kann ich das auch selber erledigen. Hart war. Versteckt, entdeckt. Versteckt, entdeckt. Ja, wo denn? Ich sehe nichts. Hä? Ich sehe nichts, hart war. Hallo? Oh, da hitze ich es auch. Oh ja, okay. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert wie geplant. Macht aber nichts. Denn das ging ja auch ganz so gut. Hat doch funktioniert, da war doch gar kein Problem. Gold, 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 Gold für mich, für mich, für mich und Waffen für mich. Gold und Waffen für mich. Gold, Goldbarren. Brauche ich nicht, 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 brauche ich nicht. Könnte haben. Die Waffen sind mir wurscht. Ich wollte nur das Gold. Und mehr war hier nicht drin, nur eine Kiste. Öde. Du Hartwa, was sagst du dazu? Die sind schon alle tot, Digga. Halte die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Okay. Wohin als nächstes? Ach, wieder zum Lager. Alles klar. Auf, zurück zum Lager. In Himmelsrand tobt ein blutiger Bürgerkrieg zwischen den aufständigen Stürmenden und den Soldaten der kaiserlichen Armee. Ich habe schon so lange keinen Sturmmantel getötet, dass mein Schwertarm schon ganz schwach geworden ist. Oh. Haltet die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit. So, fertig. Gute Arbeit. Ein paar Leute mit einem Wagen werden die Beute holen. Die Waffen können wir hier gebrauchen. Das Gold reiche ich an Einsamkeit weiter. Melde mich zum Lied! Euer Ziel ist Festung Grünwald. Trefft euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Nun, Soldat, seid ihr der Aufgabe gewachsen? Ja, Ma'am! Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. Okay, Ma'am, ich werde Festung Grünwald vernichten. Und zwar absolut und ohne jede Gnade. Dann gehe ich vom Schoss Steinhaus mal dahin.
Wenig ist über die rätselhaften Zweiglinge bekannt, außer dass sie die Wälder Himmelsrand als heilig betrachten und sie mit ihrem Leben verteidigen. Und scheiße, schwer zu killen sind manchmal. Verdammte Mistviecher!